Diese Serie schrieb Fernsehgeschichte. B-A-T-M-A-N. Aus schräg wurde cool. Ich fand sie unglaublich frisch und witzig. Ich konnte nicht widerstehen. Sie eroberte die Popkultur im Sturm und machte das dynamische Duo Adam West und Burt Ward über Nacht zu Superstars. Die Leute haben sich fast um Pappbecher geprügelt, die ich irgendwo abstellte, da sie sie als Souvenir wollten. Ihre Helden standen für alles, was rechtens war. Und sie kämpften unermüdlich gegen das Böse. Brillante Drehbücher und eine fantastische Besetzung. Es war perfekt. Doch am Set litten die Stars im Umhang manchmal unter den Spannungen. Und die Festlegung auf eine Rolle ruinierte beinahe ihre Karriere. Ich wurde nur noch mit dieser Rolle identifiziert. Nach Batman konnte man nichts anderes mehr machen. Aber was steckt wirklich hinter Batmans außergewöhnlicher Berg- und Talfahrt? Bleiben Sie dran. Jetzt ist Batman-Zeit. Das ist der Batman-Kanal. Seit seiner Erschaffung durch Bob Kane im Jahr 1939 ist der schattenhafte Superheld Batman eine feste Größe in Comicheften und Filmen. Seither sorgt Batman als alter Ego des Millionärs Bruce Wayne mit seinem treuen Gefährten Robin für Sicherheit auf den Straßen von Gotham City. Batmans Fernsehkarriere begann Mitte der 1960er Jahre. Damals dominierten die Fernsehanstalten CBS und NBC die Quoten mit Familienserien wie The Monsters, Lost in Space und Daniel Boone. Um mit den Rivalen mitzuhalten, legte der Sender ABC 20th Century Fox und dem erfahrenen Produzenten William Dozier den Plan für eine Serie mit dem Helden im Umhang vor. Ich habe ein Dutzend Comichefte verschiedener Jahrgänge gekauft. Ich las sie durch und dachte, die müssen verrückt sein. Es war alles so kindisch. Dann hatte ich die Idee, die Darstellung zu übertreiben, sodass Erwachsene darüber lachen könnten und es gleichzeitig auch Kinder anspricht. Es musste auf beiden Ebenen funktionieren, sonst hätten wir keine Chance gehabt. Dozier schrieb zusammen mit Autor Lorenzo Semple Jr. ein erstes Drehbuch und sah sich nach Schauspielern um. Sie sollten Erfahrung mit Dramen haben, aber auch über komisches Talent verfügen. Die Suche war schwierig. Man musste einen Schauspieler finden, der Alice im Wunderland spielen konnte, als ob es Hamlet wäre. Ein Agent kam zu mir, zeigte mir das Bild eines Typen mit Surfbrett und fragte mich, was ich von dem hielte. Ich fragte, wer ist das? Und er sagte, er heißt Adam West. Der Schauspieler Adam West hatte in den letzten 6 Jahren in verschiedenen Fernsehshows und Spielfilmen in Hollywood mitgewirkt. Hauptsächlich Dramen und Western. Seine einzige wirklich komische Rolle war als Gegenspieler der 3 Stooges in The Outlaws Is Coming. 1960 hatte er sich eine feste Rolle in der erfolgreichen Fernsehserie Kein Fall für FBI mit Robert Taylor gesichert. Aber in keiner dieser Rollen war sein stärkstes Talent gefragt. Sein eigenwilliger, trockener Humor. 1965 war es genau diese komische Ader, mit der er auf der damaligen James-Bond-Welle schwamm, die William Dozier überzeugte. I see automation displaces labor in your organization too, Dr. Sloan. Ah, Captain Q. Join me in a glass of delicious chocolate quick, won't you? Thank you, Doctor. I could use some energy. Incidentally, one of those torpedoes you fired at me was circling, and you're sunk. Toodaloo! Captain Q! Some people will do anything to get rich, quick. Toodaloo. I
Eigentlich hatte Adam West ernsthafte Zweifel daran, einen Zeichentrickhelden zu spielen. Mein Agent rief mich an und sagte, Fox will mit dir über eine Rolle als Batman sprechen. Ich sagte, machst du Witze? Ich versuche eine ernstzunehmende Karriere aufzubauen. Er sagte, nein, ich glaube, die haben ganz neue Ideen. Also sagte ich, okay, ich höre es mir mal an. Währenddessen hatte Charles Fitzsimons auf der Suche nach Robin, der anderen Hälfte des dynamischen Duos, mit jüngeren Schauspielern gesprochen. Wir suchten nach einem jungen Burschen. Eines Tages kam Charlie Fitzsimons zu mir und sagte, ich denke, wir haben ihn gefunden. Burton Jervis war College-Student und wollte Schauspieler werden. Er arbeitete am Wochenende als Makler, um Geld zu verdienen. Well, I'm going to do a couple of throws and a couple of falls. Falls? You're going to take the falls yourself? Right, I'm going to do the falls first and then I'm going to take the throws. All right, let's see a couple of falls. Jervis war erst 20, als er für die Rolle des Robin und dessen ernstes Alter Ego Dick Grayson vorsprach. Es war sein erstes offizielles Vorsprechen. Mr. Dozier sagte, dein Aussehen würde genau passen, aber du bist ein bisschen zu groß. Ich sagte, ich verspreche nicht mehr zu wachsen. Da lachte er und sagte, das gefällt mir. Dozier gefiel Wards Kombination aus Enthusiasmus, Ernsthaftigkeit und gutem Aussehen. Er würde perfekt zur Batman-Figur, die von Adam West gespielt werden sollte, passen. Look, between the lines. When is the time of a clock like the whistle of a train? When it's two to two. Two, two, two. Right you are. Holy caboose! Doch der Sender wollte ein weiteres Schauspielerduo sehen. Also machten die Produzenten einmal Probeaufnahmen mit Adam und Burton und einmal mit Lyle Wagner und Peter Dalyell. Look, between the lines, when is the time of a clock like the whistle of a train? When it's two to two. Two, two, two. Right you are. Holy caboose. Here's another one. What has neither flesh, bone, nor nail, yet has four fingers and a thumb? A glove. Roger. Two, two, two. A glove. It's an address. It must be an address. I get it. 222 Glover Avenue. You've done it, chum. You've done it, chum. Nach Ansicht der Probeaufnahmen war ABC einverstanden, Adam West und Burton Jervis zu verpflichten. Doch Jervis war der Meinung, dass die Leute nicht wüssten, wie sein Nachname ausgesprochen wird, und änderte ihn in Ward. Als man sich auf das dynamische Duo geeinigt hatte, besetzte William Dozier rasch die Nebenrollen mit erfahrenen Schauspielern. Neil Hamilton als der besorgte Commissioner Gordon. Stafford Rapp als Chief O'Hara, die rechte Hand des Commissioners. Alan Napier als loyaler Butler Alfred. Und Madge Blake als Bruce Waynes einfältige Tante Harriet. Dozier widmete sich dann dem Stil der Show. Er beschloss, in Farbe zu produzieren, was damals beim Fernsehen noch relativ neu war. Ich bin sicher, dass noch niemand vorher solch kräftige Farben für Kostüme oder Kulisse benutzt hat. So ein unglaubliches Rot und Grün sah man bis dato nur in Comicheften. Auch das helle Blau und Gelb von Batman. Ich bezweifle, dass solche Farben je zuvor 1:1 ins Fernsehen übernommen worden waren. Dozier plante auch, viele witzige Spielereien und Requisiten einzubauen. Er holte sich den bekannten Automobilveredler George Barris, der ein einzigartiges, markantes Auto entwerfen und bauen sollte, das Batmobil. Dozier sagte, wir drehen Batman, wir brauchen ein Batmobil. Aber wir wollen etwas anderes als den Lincoln Zephyr von Bob Kane von 1937 mit dem Batman-Gesicht an der Front. Wir wollen etwas Moderneres. Was können Sie da machen? Ich sagte, ich zeige Ihnen ein paar Ideen und Skizzen. Das Grundmodell des Autos war ein Lincoln Futura. Das Fahrgestell mit den zwei Fahrersitzen wurde für Adam und Bert umgebaut. Ich wollte Fledermaus-Details in das Auto integrieren, sodass die Fledermaus Teil des Autos war. Das obere Ende der Kotflügel, wo die Lichter sitzen, waren die Ohren. Der Kühlergrill war der Mund. Aus der Motorhaube wurde die Nase mit der integrierten Kettensäge. Das war richtig aufregend. Dozier und seine Autoren wussten, dass Batmans Erfolg vor allem davon abhängig sein würde, ob die Zuschauer den einzigartigen Humor verstehen würden. Im Sommer 1965 machten sie sich daran, diesen Humor im Pilotfilm festzuhalten.
Es gab eine Stelle im Pilotfilm, die mit der Absicht eingebaut war, den Humor herüberzubringen. Nämlich als Batman in seinem lächerlichen Aufzug in einen Nachtclub geht. Und der Oberkellner auf ihn zukommt und sagt: Ringside table, Batman? Just look, thanks, I'll stand at the bar. I shouldn't wish to attract attention. Das war die Schlüsselszene für den Humor der Serie. Dieser schräge Humor, der die Figuren auf die Schippe nimmt. Stand clear. Leider kam die erste Vorführung beim Publikum sehr schlecht an. Es waren die schlechtesten Testergebnisse aller Zeiten. Hätte ABC die Serie nicht schon gekauft gehabt, wäre sie nie ins Fernsehen gekommen. Aber die bei ABC für den Herbst 1965 geplanten Serien scheiterten alle kläglich und so entschieden die Studiobosse, Batman im kommenden Januar starten zu lassen. Die Serie sollte Teil der sogenannten zweiten Staffel des Senders sein. Die Erstausstrahlung wurde mit großem Medienaufgebot beworben. Der Pilotfilm machte das Publikum mit der fiktionalen Metropole Gotham City und ihren kostümierten Verbrechensbekämpfern Batman und Robin bekannt. Batman speaking. Er zeigte auch die irren Angriffe eines der Erzfeinde des dynamischen Duos, den Riddler, gespielt von dem bekannten Charakterschauspieler Frank Gorshin. Das Ganze hat mir sehr gefallen. Ich mochte die Rolle und es machte mir Spaß. Manche Kinder fragen mich heute noch nach meinem grünen Outfit. Die Sendung lief jede Woche an zwei Abenden in Folge und spannte die Zuschauer auf die Folter. Der erste Abend endete an der spannendsten Stelle, genau wie seinerzeit die Samstagnachmittagsserien. Ursprünglich waren keine zwei Abende geplant. Wir produzierten einstündige Folgen. Dann wurde aber entschieden, sie in zwei halbe Stunden aufzuteilen, auf zwei Abende in der Woche. William Dozier brauchte einen Erzähler, damit das neue Format funktionierte. Doch keiner der Kandidaten schien zu passen, also machte er es selbst. Will Robin escape? Can Batman find him in time? Is this the ghastly end of our dynamic duo? Answers tomorrow night, same time, same channel. Bis zum Vortag der Premiere von Batman hatte sich eine unglaubliche Spannung aufgebaut. ABC hoffte auf ein Wunder, während Adam West und Burt Ward schon mit einem Erfolg zufrieden gewesen wären. Aber niemand war auf die kommende Begeisterung vorbereitet. Am 12. Januar 1966 lief Batman zum ersten Mal auf ABC. An diesem Abend verfolgte ein gewaltiges Publikum die schrägen Abenteuer des dynamischen Duos. Die Sendung war sofort ein überwältigender Erfolg. Batman war sofort ein Erfolg. Die Serie hat einen tollen Start und natürlich ist man da gerne dabei. Sie hatten Quoten von 52%. So etwas hatte es noch nie gegeben. Das war der erfolgreichste Serienstart in der Geschichte des Fernsehens. 1966 war für Amerika eine Zeit großer sozialer und politischer Veränderungen. Die Bürgerrechtsbewegung und der Vietnamkrieg waren jeden Tag in den Schlagzeilen. Es schien der perfekte Zeitpunkt für eine Sendung zu sein, die voller Ironie eine Welt zeigt, die sich ganz einfach in Gut und Böse einteilen lässt. One good thing did come of it, Robin. We now know who our adversary is. Eine fantastische Reihe von wiederkehrenden Schurken verkörpert das Böse. Produzent William Dozier forderte Gefallen von seinen berühmten Schauspielerfreunden ein, die die Rollen besetzen sollten. Nach Frank Gorshin als Riddler bat er den erfahrenen Bühnen- und Filmschauspieler Burgess Meredith, den Pinguin zu spielen. Burgess Meredith war großartig. Er hatte ständig eine Zigarette vor der Nase, doch er hat nicht geraucht. Er hat sich dieses Lachen angewöhnt, weil er beim Rauchen immer husten musste. Dozier wählte einen der beliebtesten Latin-Lover des Fernsehens,
Cesar Romero für die Rolle des Jokers aus. Wenn man ein Kostüm und Schminke trägt, wird man ein anderer Mensch. Man geht in der Rolle auf. Das war eine ganz einfache Figur. Man musste nur richtig aufdrehen, lachen und schreien. Es hat viel Spaß gemacht. The Joker outwits Batman and steals the fabulous jewel collection right out from under his nose. Dann heuerte Doja noch den gefeierten Broadway-Star Julie Newmar an, die zur Catwoman wurde. The Catwoman is not like the others. I'll show you how to clip Batman and Robin's wings. I will prevail. Cats are sleek. Katzen sind geschmeidig und schnell. Sie sind nicht gerade gemein, aber irgendwie gerissen. Und sie verschaffen sich Aufmerksamkeit auf sehr verführerische Weise. Perfect. You're learning. Do not ask for whom this bell tolls. It tolls for thee. Victor Buono war genial. Er hat mir sehr gefallen. Ich schrieb ihm Texte mit völlig obskuren ägyptischen Andeutungen. Und er setzte das einfach schlüssig um. Yes, yes. And praise me, too. For the first time since the golden age of Ramses Jr. that exists the elixir of Abu Rabu Simbu II. Während der ersten Staffel hatte Batman die besten Quoten und die Autoren schrieben einen Witz nach dem anderen. Gosh, Batman, if we could just puzzle out how funny money is handed out by a bank. Good thinking, Robin. Time for us to go fishing, if you ask me. Fishing? But where, Batman? Where the fishing is always best, Commissioner. From a shady bank. The tone of the thing was Lorenzo Semple gab die Richtung vor. Er hatte auch den Pilotfilm geschrieben. Und alle, die nach ihm kamen, schrieben noch verrückter. Holy hamburger, I'll be cut to pieces by these blades. Wir hatten immer mehr Spaß. Es wurde immer bizarrer. Und wir kamen damit durch. Die Schurken, die wir gejagt haben, waren nie Kleinkriminelle. Sie haben schlimme Verbrechen verübt. Commissioner Gordon fragte Batman einmal, was seiner Meinung nach in diesem Fall das Ziel der Bösewichte war. Und er antwortete, their minimum objective must be the entire world. Mit dem anhaltenden Erfolg der Serie kamen Anfragen für persönliche Auftritte, die West und Ward gerne absolvierten. Adam war so stolz, Batman zu sein. Er war sehr gefragt. Er war immer auf dem Weg zu einem Auftritt in einer großen Arena, einem Footballstadion oder ähnlichem. Er trug natürlich immer sein Batman-Kostüm und er genoss jede Minute. Ich hatte einen Auftritt in einer Kleinstadt. Ich musste meine Wäsche selber waschen, also warf ich sie in eine Waschmaschine und später in den Trockner. Als ich nach einer Stunde wiederkam, war die Wäsche ganz nass. Ich war verwirrt. Da kam ein Junge auf einem Fahrrad und sagte, eine Frau aus der Nachbarschaft war hier. Sie hat ihre Wäsche aus dem Trockner genommen und oben drauf gelegt, damit sie ein Foto davon machen kann. Ein weiterer Star in Batman war das Batmobil. Fans der Serie und Autoliebhaber verliebten sich in das einzigartige schrille Design und die coolen Fledermaus-Details. Das Auto war so gefragt, dass wir es zu Shows mitnahmen. Tausende Menschen kamen und wollten das Batmobil sehen. Sie sind zu Autoshows gegangen. Adam hat jedes Mal $10,000 bekommen und Bert 5.000. Die Shows waren der Renner und sie haben es natürlich genossen. Warum auch nicht? Es war gut für die Sendung. Am Ende der ersten Staffel waren West und Ward die zwei berühmtesten Gesichter im Fernsehen. Scharen von Männern, Frauen und Kindern verfolgten jeden ihrer Schritte und sie konnten sich vor Werbeangeboten nicht mehr retten. Batman war total angesagt. Man ging zum Batman-Mittagessen. Two Batburgers. Medium rare. The biggest craze was Batman-Artikel waren der letzte Schrei. There were more Batman gadgets, you know, es gab sie wie Sand am Meer.
Dinge wie Brotbüchsen, Tassen, Becher. 1966, also im ersten Jahr, wurden Artikel im Wert von 75 Millionen Dollar hergestellt und verkauft. Auf allem, was man sich nur vorstellen kann, war das Batman-Logo. Erstaunlicherweise hat sich diese Ware sogar besser verkauft als alle Bond-Artikel, die bis dahin die besten Verkäufe verzeichnet hatten. Adam West und Burt Ward waren zu Idolen der Popkultur geworden. Die Batman-Welle erfasste Amerika und die ganze Welt. I was watching the Batman on television and that gave me the idea. Obwohl den Helden im Umhang noch größere Aufgaben bevorstanden, braute sich in Gotham City Unheil zusammen. This one is bigger than the lot of us. Commissioner, we need help. Emergency. Batman speaking. Warning all of you to brace yourselves for big news. The biggest. Im Frühjahr 1966 wollten die Verantwortlichen bei 20th Century Fox alles aus dem Erfolg von Batman herausholen. Sie boten Adam West und Burt Ward lukrative Verträge für ihr Mitwirken in einem Kinofilm. Im Film Batman hält die Welt den Atem, musste sich das dynamische Duo gegen die vierfache Dosis des Bösen behaupten, da der Joker, der Riddler, der Pinguin und Catwoman gemeinsam Gotham City bedrohten. Die Originalbesetzung von Catwoman, Julie Newmar, hatte ein anderes Engagement. Also wurde die Rolle von Batmans schöner Gegenspielerin an die frühere Miss America, Lee Meriwether, vergeben. You're going to see the perfect crime when I get Batman in my claws. Holy Globot! What's going on? Der Film kam im Sommer 1966 heraus und folgte dem erfolgreichen Muster der Fernsehserie. Fire one! Mit seinem schrägen Humor zog er ein breites Publikum an. Im Film versuchen sie, eine Bombe loszuwerden. Vier oder fünfmal scheitern sie. Dann bleibt Batman stehen und sagt: Es war eine schwierige Rolle, denn er musste aufpassen, dass es nicht komplett lächerlich wirkte. Aber er war großartig. Zu Beginn der zweiten Staffel tauchten Probleme auf, die schon im ersten Jahr unter der Oberfläche gebrodelt hatten. Die Produzenten hatten Mühe, die ausufernden Produktionskosten einzudämmen, während die Stars mit ihren ganz eigenen Problemen zu kämpfen hatten. Adam und ich hatten Probleme mit unseren Kostümen. Das ging von Strumpfhosen mit Laufmaschen oder Falten an Knöcheln und Knien bis hin zu Ausbeulungen im Lendenbereich. Katholische Sittenwächter griffen ABC wegen meines knappen Kostüms richtiggehend an. Das größte Problem war meine Maske. Es war so heiß darunter, dass ich ständig ein Handtuch benötigte. Auf dem Bildschirm traten Batman und Robin gemeinsam gegen das Böse an. Aber im richtigen Leben gab es schon seit Monaten Spannungen zwischen West und Ward. Wir waren sehr unterschiedlich. Adam war schon in vielen Serien aufgetreten, hatte Erfahrung und war ein brillanter Schauspieler. Doch er hatte auch Allüre. Er wollte seinen Tee pünktlich um 16 Uhr. Und ich war ein Junge, der sich einfach nur amüsierte. Ward hatte wenig Schauspielerfahrung und war nicht auf seine plötzliche Berühmtheit vorbereitet. Viele Kollegen hatten das Gefühl, dass ihm das zu Kopf stieg. Burt kam einmal zu mir und sagte: Stanley, mein Part ist zu klein, du schreibst zu viel für Adam. In der nächsten Folge habe ich also für Burt eine lange Szene geschrieben. Danach kam er zu mir und sagte: Stanley, ich hatte in dieser Folge zu viel zu tun. Ich war ein wenig verärgert und ließ Burt in der nächsten Folge ungefähr auf Seite 6 entführen und erst auf Seite 51 wurde er wiedergefunden. Danach sagte er zu mir: Ich werde nie wieder ein Wort zu dir sagen. Eines Tages sollte ich Robin mit Eiern bewerfen. Zwei Kameraleute sagten zu mir, nicht nur zwei, ein Dutzend. Ich fragte: Wieso? Mögt ihr Burt nicht? Und sie sagten: Wir mögen Burt schon, aber er mag sich selbst lieber als wir ihn. Also nimm ein Dutzend Eier. Ich habe ihn letztendlich mit zwei Dutzend faulen Eiern beworfen.
Es hat richtig Spaß gemacht. Robin war Birds allererste Rolle. Er war in vielen Dingen unsicher und deswegen oft eine echte Nervensäge. Aber ich verstand das auch. Man musste geduldig sein. Und er wuchs mit der Rolle und wurde gelassener. Trotz gelegentlicher Probleme am Set war Batman weiterhin erfolgreich. Für den Produzenten William Dozier war die Reaktion des Hollywood-Establishments besonders befriedigend. Viele Spitzendarsteller standen als Übeltäter für die zweite Staffel der Serie auf der Gehaltsliste. Vom Comicheft zum Film war es ein weiter Weg. Aber ich glaube, wir sind den Figuren treu geblieben. Ein paar haben wir erfunden und sie auf die Persönlichkeiten der Darsteller zugeschnitten. Batman war so unglaublich beliebt, dass jeder scharf darauf war, einen Bösewicht in der Serie zu spielen. Aber nicht jede Gastrolle war ein Bösewicht. Einige Schauspieler hatten Cameo-Auftritte als sie selbst. Hey, Batman and Robin, what are you guys doing? Während andere in ihren Rollen aus anderen ABC-Serien auftauchten. Oh, it's you, Batman. Yes, citizen, you may return to your harpsichord. We're on official business. Der Sender ließ keine Gelegenheit aus, andere Produktionen zu bewerben. Sie nutzten Batman sogar, um eine andere von William Dozier produzierte Superheldenserie zu bewerben, Das Geheimnis der grünen Hornisse mit Wayne Williams und Bruce Lee. What are you doing here? I might ask you the same question. Pursuing the enemies of law and order wherever they happen to be. Well, I don't want to hold you up from your crime fighting. Thank you and good luck to you, Mr. Hornet. Nice to have met you. Gosh, Batman, what are they dressed like that for? Ich hatte dort alle Möglichkeiten. In der Geschichte Hollywoods haben nur wenige so oft mit so vielen großen Namen vor der Kamera gestanden. West gefiel auch die witzige Seite an Batmans absurden Umgang mit gesellschaftlicher und moralischer Verantwortung. Oh, better put 5 cents in the meter. No policeman is going to give the Batmobile a ticket. No matter, Robin. This money goes toward building better roads. We all must do our part. Good citizenship, you know. Holy taxation. You're right again, Batman. Um die Serie spannend zu halten, zogen die Autoren alle Register, besonders was die sexuelle Anziehung zwischen Batman und Catwoman anging. Es gab immer diese offensichtliche Spannung zwischen Catwoman und Batman. Ich denke, dass sie sich sexuell zueinander hingezogen fühlten. Batman sagt mit ernster Stimme, dass sie sich nach ihrem Gefängnisaufenthalt treffen werden. Something about dating when you get out of jail. Batman, when I get out of jail, will you take me on a date? We'll have plenty of time to think about that, Catwoman. Several years, I'm afraid. If I were to kiss you, would you think I was a bad girl? Kissing is one of the most natural things in the world. Some people kiss almost every day, I'm told. Well, we were having fun. Wir waren schlimm und amüsierten uns dabei. Everybody loves to have fun. Jedem gefällt das, solange man dabei nicht erwischt wird. Someone didn't get away with it. It's all over, Catwoman. I'll do everything I can to rehabilitate you. Marry me. Everything except that. A wife, no matter how beauteous or affectionate, would severely impair my crime fighting. But I can help you in your work. As a former criminal, I'd be invaluable. What about Robin? Robin? Oh, I've got it. We'll kill him. Wenn er gerade keine hinterhältigen Verbrecher jagte, feierte Adam West gerne. Und er wurde oft in Gesellschaft von Hollywood-Schönheiten gesehen. Doch er nahm seinen Ruhm als Batman sehr ernst. Besonders wenn es darum ging, das Image des Kreuzritters mit Umhang in den Augen seiner jüngsten Fans zu bewahren. Am Set waren immer Kinder und Adam konnte wunderbar mit ihnen umgehen.
Er ging zwischen den Drehs zu ihnen und nahm sie auf den Schoß. Die Kinder hatten einen Mordspaß. Doch trotz der Bekanntheit und des Ruhmes der beiden Hauptdarsteller bekam Batmans Fassade Risse. Ein Bösewicht, den nicht einmal das dynamische Duo besiegen konnte, startete einen Angriff auf Gotham City. Surprise, Batman! Quick, Robin, down behind the Batcave. Surprise and good night! Gegen Ende der zweiten Batman-Staffel gingen die Quoten zurück. Sendungen an zwei aufeinanderfolgenden Abenden waren nicht mehr gefragt. Deshalb zeigte ABC ab der dritten Staffel nur noch eine Folge pro Woche. Es hat so gut angefangen. Die Quoten waren unglaublich. Es konnte eigentlich nur schlechter werden. Die Produzenten wollten den Erfolg der Serie aufrechterhalten und nahmen eine weitere Figur dazu. Die Schauspielerin Yvonne Craig sollte als Batgirl die dritte Verbrechensbekämpferin in Gotham City spielen. Batgirl kam im dritten Jahr, soweit ich mich erinnere. Sie sollte die Serie wiederbeleben, um sie zu retten. That would hopefully help. Für Adam West und Burt Ward schien die Einführung von Batgirl eine verzweifelte Maßnahme zu sein. Wenn eine weitere Rolle dazu kommt, kommt man als Darsteller natürlich ins Grübeln. Warum brauchen wir jemand Neuen? Bin ich nicht gut genug? Man wird ein wenig unsicher. Den Autoren von Batman ging es wie West. Sie fanden es schwierig, Szenen für eine dritte Hauptrolle zu schreiben, besonders da die Sendezeit verkürzt worden war. Noch dazu war Julie Newmar wieder nicht verfügbar, also sollte die temperamentvolle Eartha Kitt in den Katzenanzug schlüpfen. She may be evil, but she is attractive. You'll know more about that in a couple of years. Now, are you coming quietly, Catwoman, or must we use force? Your silver-tongued oratorio has convinced me, Batman. I hereby remit myself to your muscular custody. Don't try to pull the wool over our eye slits. Now, would I do a thing like that? Doch all diese Änderungen konnten den Quotenrückgang der Serie nicht aufhalten. Infolgedessen kürzte der Sender die Produktionsgelder. Es wurde für die Produzenten immer schwieriger, den einmal gesetzten hohen Standard beizubehalten, damit der Humor wirkte. What is the world coming to? We can't stop to worry about that now. It was really no time for us. Wir hatten einfach keine Zeit, mit den Figuren zu spielen und in den Szenen den Kitzel und die spontane Verrücktheit zu erzeugen, die die Serie so erfolgreich gemacht hatten. Meiner Meinung nach waren es die Finanzen, die unsere Kreativität einschränkten und letztendlich die Quoten verschlechterten. Das große Problem war, dass wir ungefähr 12 Figuren in einer halbstündigen Sendung unterbringen mussten. Bis jeder seinen Text aufgesagt hatte, war praktisch keine Zeit mehr für die Handlung. Wir konnten keine guten Stunts mehr machen oder die Protagonisten in Gefahr bringen. Diese Produktion war sehr kostspielig. Die Bühnenbilder waren teuer, genauso wie die Spezialeffekte. Die Kosten brachten uns um. Ein Beispiel für die Kürzungen ist eine Episode mit Ida Lupino als Dr. Cassandra und Howard Duff als ihr Kollege. Sie haben eine Methode entwickelt, mit der alle Verbrecher in Gotham City unsichtbar werden und wollen damit eine Terrorwelle starten. Um ein Gleichgewicht der Waffen zu schaffen, beschließt Batman, alle Lichter auszuschalten, sodass keiner den anderen sehen kann und es ein fairer Kampf wird. In Wirklichkeit war kein Geld da, um die Kampfszenen mit all den verschiedenen Verbrechern zu drehen. Sie haben also nur Dunkelheit mit den Soundeffekten aufgenommen und die Texte später darüber kopiert. Doch genauso etwas machte auch den Charme der Sendung aus. Doch alles Sparen konnte Batman nicht retten. 1968 erfuhren West und Ward, dass keine vierte Staffel gedreht werden sollte. Sie waren fassungslos und schwer enttäuscht. Batman and Robin to die? Is this really the end? Unbelievable. It was the network. Der Sender hatte die Entscheidung getroffen, die Serie abzusetzen, weil sie nicht mehr genügend und die richtigen Zuschauer hatte. Nämlich Erwachsene, die Geld ausgeben. Yes, it is serious. Perhaps far more serious than any of us yet realize.
Am 14. März 1968, weniger als 3 Jahre nach der Premiere, lief die letzte Episode von Batman zur besten Sendezeit. Yes, I'm looking forward to Minerva's famous eggplant jelly vitamin scalp massage. Minerva thought you might pop them into the persimmon pressurizer first. Persimmon pressurizer? Holy astringent plum-like fruit! Only astringent until ripe, Robin. I think you'll find the experience most palatable. This way, gentlemen. Es schien, als ob Gotham City und die ganze Welt zum letzten Mal vom dynamischen Duo gerettet wurden. Doch Adam West und Burt Ward sollten noch einen weiteren, schwierigeren Kampf vor sich haben. Batman, what eats crow, yells uncle and tosses sponges. A loser, and I'm not a loser, Riddler. Nachdem Batman 1968 abgesetzt worden war, wurde die Sendung ständig wiederholt und hatte weiterhin eine treue Gefolgschaft. Aber nach einiger Zeit verlor sie ihren Status in der Popkultur und das Publikum schien, über die Helden im Umhang zu lachen, statt mit ihnen. What is it, Batman? Whatever it is, it's awfully funny. Gleichzeitig wurde Adam West und Burt Ward bewusst, dass sie Gefangene ihres eigenen Erfolges waren. Jetzt kommt der tragische Teil, Leute. Das ist natürlich die Kehrseite des Sieges. Wenn alles vorbei ist, fragt man sich, was ist los? Ich bin noch hier, aber wo sind all die anderen? Man ist voller Energie und will weitermachen. Es wird nach so einer Rolle ziemlich schwierig, etwas anderes zu spielen. Jeder denkt, was? Nein, Adam zusammen mit Faye Dunaway, das nimmt ihm keiner ab. Man könnte sein Cape sehen. Oh, 1979 zogen West und Ward für ein zweiteiliges Superheldentreffen auf NBC ihre Strumpfhosen wieder an. Doch die Ergebnisse waren enttäuschend. Und es wurde für die beiden Stars immer schwieriger, ihr Batman-Image abzulegen. How do you like my costume? Ironischerweise war es aber gerade dieses Image, das ihnen wieder ins Rampenlicht verhalf. Ende der 1980er Jahre stand Batman wieder im Fokus der Öffentlichkeit. Kinobesucher in der ganzen Welt warteten auf einen neuen, teuren Film mit Michael Keaton in der Hauptrolle. Das Aufsehen, das der neue Film erregte, führte dazu, dass man sich auch wieder auf die Originalserie besann. Here are the stars of that show, the Caped Crusaders, Adam West and Burt Ward. 1988 kamen West und Ward und der Rest der Besetzung zur Feier des 20-jährigen Jubiläums bei The Late Show auf Fox Television wieder zusammen. Does this kind of response surprise you 22 years later, or is this holy adulation? You know, Ross, that's the wonderful thing about being a part of this thing called Batman. People always have a wonderful warmth and rapport wherever we go in the world. Yeah, it seems and that way. I guess we've just been around that long. I don't know. Im folgenden Jahr kam der neue Batman-Film in Amerika in die Kinos. Er schlug alle Kassenrekorde und das dynamische Duo war wieder angesagt. Get ready, Gotham City! It's TV's classic Batman! Daraufhin gab Fox den Original Batman wieder in den Vertrieb und holte viele Stars aus der Sendung nach Hollywood für Werbefilme und öffentliche Auftritte. Julie Newmar. How are you, my old arch nemesis? Perfect. In 120 episodes, you said holy exactly 370 times. Holy, holy! Make that 372. Tune in again for the further adventures of Batman. Oh, Bert, you want to drive? Gosh, thanks, Adam. Nachdem sie 2 Jahrzehnte auf eine Rolle festgelegt waren, waren Adam West und Burt Ward begeistert, als sich in Hollywood wieder einige Türen für sie öffneten. Obwohl beide Darsteller andere Rollen spielten, war ihnen bewusst, dass sie immer als Batman und Robin erkannt werden würden.
West nahm sogar sein eigenes Batman-Image auf die Schippe. Er hatte einen Gastauftritt in der beliebten Fernsehserie Die Simpsons, die Matt Groening, einer seiner früheren Fans, geschaffen hatte. Wir hatten eine Menge Gäste in der Sendung. Aber Adam West war der Einzige, bei dem alle Autoren aus ihren Büros kamen. Sie saßen da und sagten, oh mein Gott, das ist Batman. Oh, I guess you're only familiar with the new Batman movies. Michelle Pfeiffer. The only true Catwoman is Julie Newmar, Lee Merriweather or Eartha Kitt. And I didn't need molded plastic to improve my physique. Pure West. And how come Batman doesn't dance anymore? Remember the bat to see? Yo, hey, yeah, yeah. I know. In den 1990er Jahren war Batman auf der ganzen Welt so populär wie eh und je. In Argentinien kamen 1999 an drei Tagen 25.000 Besucher zu einer Fan-Convention. Jahrzehnte nach seinem fulminanten Start trifft Batman mit seiner einzigartigen Mischung aus schrägem Humor und kindlichen Abenteuern immer noch den Nerv der Zeit. When the donkey spelled with one letter. When it's you. Batman ist nach wie vor ein Teil unserer Kultur. Sounds. What sounds? People see it. Die Menschen sehen ihn in ihrer Jugend und später mit ihren Kindern. Und es gefällt ihnen. Das ist etwas, was man zusammen machen kann. Die Nachbildungen des Werkzeuggurts, die Kostüme und all die anderen Batman-Utensilien sind bis heute beliebte Sammlerartikel. Bei Online-Auktionen oder auf Sammlerbörsen kann man feststellen, dass die Preise ständig steigen. Ich glaube, die Batmanie wird immer mal wiederkommen, weil die Serie einfach ein Klassiker ist. Das finde ich wunderbar. Den Figuren schlägt eine solche Wärme und Liebe entgegen. Es war für mich eine unglaubliche Chance, Robin zu verkörpern. That's one trouble with dual identities, Robin. Dual responsibilities. Die Sendung spricht die unterschiedlichsten Menschen an. Ich habe zum Beispiel Post von einem 80-jährigen japanischen Industriellen bekommen. Und natürlich von Kindern. Aber ich glaube, der Grund, warum sich Batman so lange halten konnte, ist, dass er eine gewisse Gruppe von Katzen anspricht. Katzen.